Das ist das Spock Sportcamp. Du bist zwischen 6 und 16 Jahren alt und hast Bock auf Sport in deiner Freizeit. Hier kannst du in den Sommerferien für eine Woche mit anderen Kindern und Freunden den ganzen Tag im Rahmen von Fußball- und Tenniscamps spielen und lernen. Und nicht nur das. Auf dem 30.000 Quadratmeter großen Gelände von Spock im Berliner Norden gibt es so ziemlich jede Sportart, die dein Herz begehrt. Hier kann man Tennis spielen und Fußball, Basketball, Volleyball. Und so ein Spiel, da hat man diese Hand so und dann macht man barfuß da. Das ist Volleyball. Nee. Tennis eigentlich. Tennis. Aber man kann auch andere Sachen machen. Beachvolleyball oder Federball. Dann man kann Handball spielen. Und Basketball. Und das ist nur der Anfang. Damit in den 5-tägigen Camps keine Langeweile aufkommt, haben sich die Betreuer ein Programm überlegt, das keine Wünsche offen lässt. Es geht hier jeden Morgen um 9 los. Dann machen wir eine kleine Erwärmung, alle Kinder zusammen. Dann gehen wir in unsere Trainingsgruppen. Wir haben 3 Trainingseinheiten über den Tag verteilt. Mit Frühstück, mit Mittag. Nachmittags nochmal ein bisschen Obst, ein bisschen Kuchen. Kinder haben auch zwischendurch mal Zeit, sich selber zu beschäftigen. Das heißt, wir haben eine Mittagspause von 1 Stunde, wo sie sich auf unserer gesamten großen Anlage einmal komplett bewegen können und auch machen können, was sie wollen. Und was sagen die Kids selbst zu den Sportcamps? Ich finde das Tenniscamp ganz cool, weil mir da die Spiele so gut gefallen. Es macht mir sehr viel Spaß, mit anderen Kindern, die meistens so gut sind wie ich, zu spielen. Und dass wir Freizeit haben und frühstücken und Mittagessen und am Ende gibt's Kuchen. Dass wir nicht Mathe machen müssen, dass wir nicht Deutsch machen müssen. Auf jeden Fall wegen dem Essen, weil es sehr lecker ist. Ich würde das immer austoben können. Also die Anfänger, die können dann hier auch viel lernen bei den Trainern. Und genau das ist auch ein großer Teil des Camps. Neben dem Spielen fallen die ausgebildeten Tennis- und Fußballtrainer mit euch an Technik, Taktik und Kondition. Und wie die so drauf sind, da fragen wir doch am besten nochmal die Kids. Trainer sind immer ziemlich cool drauf, also sind sehr nett. Die sind cool. Ich finde eigentlich alle nett und macht eigentlich auch richtig Spaß, ja. Bringen uns Sachen bei, ja. Und manchmal spielen sie dann halt auch Spiele mit uns. Sind auch gut im Tennis. Sehr nett. Die sind richtig nett. Ja. So ist die Übung, die sie sagen, kann manchmal ein bisschen nervig sein. Aber die sind spätestens in der letzten Nacht vergessen, denn dann gibt es das Highlight des Camps. Von Donnerstag auf Freitag geht es nämlich nicht nach Hause. Wir fangen an mit Buden bauen, Schlafplätze bauen, dann geht das über zum Grillen mit den Kindern zusammen, das Buffet eindecken, einen großen Tisch eindecken, den ganzen Abend zu verbringen. Dann machen wir eine Nachtwanderung, nochmal am Lagerfeuer sitzen, Geschichten erzählen. Weitere Infos findest du auf www.spock.de. Also pack deine Freunde ein und wir freuen uns, dich in den Sommerferien begrüßen zu dürfen. Where have all the good girls gone?